Hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Tanks Live mit Motility. Und heute haben wir etwas Neues, einen neuen Premium-Panzer. Yay, der Russen. Oh. Stufe 8 Premium Heavy, der Russen Kirovets 1. Warum hat er so einen komischen Namen? Ganz einfach, das war der Codename für den IS-3. Den gab es wirklich, diesen Panzer. Ob er nun so aussah, sei dahingestellt. Aber der Kirovets 1 war eine Machbarkeitsstudie. Und wurde dann zum IS-3 quasi. Und der IS-3 ist ja wirklich ein Stück Geschichte, vor allen Dingen ein Stück Panzergeschichte. Und dieser hier war quasi die Machbarkeitsstudie. Ob er nun wirklich exakt so aussah, ist unbekannt. Es gibt keine Fotos, zumindest keine, die mir bekannt sind. Das gute Stück hier im Spiel selbst ist allerdings nichts anderes als ein Copy-Paste-Panzer. Denn wir haben genau diesen Panzer bereits in der Version 703 Version 2. Die 703-Version ist, ja ist ja der IS-3, ja, war ja der Codename Objekt 703 und da haben wir hier Version 2 mit zwei Kanonen und wir nehmen jetzt hier eine Kanone raus, verkleinern den Turm und zack, haben wir den Kirovets 1, welcher der Codename für eben die Machbarkeitsstudie IS-3 war. Und das gute Stück hier ist also nichts weiter als eine Wanne, die wir bereits kennen und ich weiß nicht, ich würde nicht sagen lieben, aber wir kommen damit klar. Wir haben Platz für 4 Leute, reicht nicht unbedingt für alle Heavy Crews. Na, da ist zum Beispiel ja, sein großer Bruder mit den 2 Kanonen einfach besser geeignet durch die beiden Loader. Denn der IS-7 zum Beispiel braucht 2 Loader. Ja, das gute Stück hier hat ein paar Vor- und Nachteile, fährt dieselbe Schiene wie auch der IS-3. Und wir wissen alle, der IS-3 ist jetzt nicht mehr unbedingt der modernste Panzer im Spiel. Wir können uns ja mal angucken, was der für eine Kanone hat. Wir haben hier eine 122mm D25 TA Kanone, 390 mittleren Schaden, 221 mittleren Durchschlag mit APCR, 270 mittleren Durchschlag mit Heat, 13 Sekunden Ladezeit, 1800 Schaden die Minute, 0,45 Streuung bei 3,1 Zielerfassung. Diese Kanone kennen wir, das ist auch eine Copy-Paste-Kanone vom IS-5, vom IS-3A, vom 703. Die haben wir schon ein paar Mal im Spiel gesehen. Es ist exakt die gleiche Kanone. Wenn wir uns den hier mal zum Vergleich anführen, wo es den gibt und wie es den gibt, erklären wir gleich. Zuallererst mal vergleichen wir den mal mit ein paar anderen Fahrzeugen. Hier haben wir so die typischen sowjetähnlichen Fahrzeuge. Auch den Polen und den Chinesen haben wir mit drin. Wir haben auch den Amerikaner mit drin, den Renegade, den ich persönlich für den besten 8er Premium der Heavys halte. Und da sehen wir schon, der fällt so ein bisschen aus dem Rahmen. Ne? Das ist jetzt das neue World of Tanks. Das hier ist das alte World of Tanks. Könnte man so schön sehen. Denn all diese Fahrzeuge hier funktionieren zwar noch, aber nicht mehr so gut. Wir haben hier den Kirovets 1 ganz vorne mit 390 mittleren Schaden. 390 ist so diese Standard 122mm Aktion. Außer die moderneren Fahrzeuge wie der Defender und den 50 TP, die es ja beide nie gab. Die haben natürlich 440. Wir haben 221 Pen, auch das ist okay, es ist besser als manch anderes Fahrzeug, aber jetzt nicht unbedingt ganz oben dabei. Für ein Heavy ist es aber gut. Wir haben dann noch den Richtwinkel von minus 5 Grad und 18 Grad, also er kriegt die Kanone 5 Grad nach unten, was übrigens ein historischer Fehler ist, denn der IS-3, das Original-Ding, hat die Kanone gerade mal 3 Grad nach unten bekommen. Das heißt, Wargaming hat uns mit dem IS-3 und auch mit dem hier bereits 2 Grad geschenkt und das ist immer noch zu wenig. Denn 5 Grad, ihr kennt es, ist nicht sonderlich gut. Ja, ihr werdet massakriert von Emils oder halt auch 50 TPs oder Amerikanern oder Briten oder weiß der Geier was. So ziemlich alles hat heutzutage 8 bis 10 Grad Gun Impression und sie alle sind euch überlegen. Das heißt, sanft geschwungene Hügel sind schon zu viel für euch. Ihr braucht einen Schutthaufen, einen Wrack oder einen Stein, damit ihr glücklich seid. Alles andere ist wirklich sehr unangenehm zu spielen. Ja, 18 Grad kriegt er die Kanone nach oben. Auch das ist nicht viel, aber das ist okay. Wir haben eine Zielerfassung von 2,97 Sekunden. Das ist gut. Jetzt nicht sehr gut, aber es ist okay bis gut. Es ist immer noch ein bisschen besser als zum Beispiel beim 703. Es ist besser als beim IS-3, es ist besser als beim Defender. Und es knabbert so ein bisschen am WZ und 50 TP. Allerdings kommt es niemals in die moderneren Regionen von unserem World of Tanks, wie wir es kennen und lieben. Und trotzdem spielt es sich gut. Man kann aus der Fahrt schießen, wenn man da dran ist. Man kann kurz einzielen, man kann schießen, man trifft wenigstens den Panzer. Das ist okay. Allerdings ist die Kanone relativ instabil oder ambivalent, möchte man sagen. Aber das sehen wir gleich im Spiel. Wir haben eine Streuung von 0,43. Also auf mittlere Distanz trefft ihr das Ziel.
zu 50%. Aber das werden wir auch gleich im Spiel sehen. Wer den IS-5 kennt, wer den IS-3A kennt, ja, die Richtung geht das. So, dann haben wir 1877 mittleren Schaden in Minute. Das ist wirklich nicht viel. Das hier ist das moderne World of Tanks, 2200 und mehr. Ob es nun Medium ist, Light oder auch die modernen Heavies. 1877 ist jetzt nicht so weit weg von den ganzen Russen und so weiter, aber das ist durchaus wenig. Dafür haben wir halt die 390er Schelle. So, Strukturpunkte, 1550. Diese 50 Punkte seien dahin geschenkt, denn die reißen es jetzt wirklich nicht raus und damit sind wir wirklich auf einem normalen Wert. Wir haben Panzerung 140 mm, 100 mm 60 auf der Wanne. Das ist exakt dieselbe Wanne wie beim 703. Wer mit der Wanne klarkommt, wird auch mit dem hier überhaupt keine Probleme haben. Der Turm ist sehr weit vorne, das heißt, man kann Reverse Side Scrapen, dazu aber gleich mehr. Zum Turm selbst sage ich jetzt erstmal noch nichts, dazu kommen wir gleich. Wir haben hier eine gute Beweglichkeit und das ist wirklich das Beste an dem Fahrzeug. Denn wir haben gerade mal 57,5 Tonnen Gewicht bei 720 PS. Das ist mehr als der IS-3 hat übrigens. Und dementsprechend kommen wir auf 15,16 Leistungsgewicht PS pro Tonne. Und das ist wirklich gut. Das ist wirklich, wirklich gut. Der hat auch eine schöne breite Ketten. Auch die Softsets sind sehr, sehr gut. Dementsprechend kann der, wenn es nicht gerade Moor ist, wirklich überall auch mit einem Medium, mit einem langsamen Medium mithalten. Das ist kein Problem. Und der fährt sich wirklich gut. Diese 42 km/h Spitze Front nach vorne, also frontal, sind leicht zu erreichen, sobald es nicht ins hügelige Gelände geht. Die 20 km/h rückwärts sind einfach fantastisch. Die machen wirklich Spaß. Dann kommen wir hier unten. Tarnung brauchen wir uns nicht angucken, ist Quatsch, ist ein Heavy. Aufklärung, Sichtweite 360 Meter, da kratzt er leider nur im unteren Bereich. Ist jetzt ein bisschen besser als der IS-3 zum Beispiel. Irgendwie ist alles besser als der IS-3, keine Ahnung. Aber er ist jetzt nicht auf dem Niveau eines Renegades oder so oder eines WZs. Also, ja, der hat schon ein paar Problemchen. Also, fassen wir zusammen. Das Fahrzeug hier kratzt am unteren Boden der mittleren Durchschnittreichweite aller Panzer. Der ist jetzt nicht gut. Der ist jetzt aber auch nicht schlecht. Der ist jetzt irgendwo mittendrin. Und er fährt, wie gesagt, dieselbe Schiene wie der IS-3. Aber ganz ehrlich, wie viele IS-3s sehen wir da draußen noch, die wirklich erfolgreich fahren? Manchmal hat man wirklich Glück. Manchmal machen die Fahrzeuge Spaß. Manchmal funktionieren sie. Oftmals aber steht man einfach harten Türmen gegenüber, kann da nichts tun, weil die Kanone einfach wieder nicht aufs Ziel gerichtet werden will. Oder man wird einfach von der Artillerie zerpflückt. Kennen wir alles. Aber gut, wie kriegen wir den? Wir kriegen das Fahrzeug durch die Handelskarawane. Diese Handelskarawane beginnt bei mir erst in ein paar Stunden. Bei euch müsste sie mittlerweile laufen. Jeder von euch kriegt draußen 5 Angebote pro Tag. Da kann man dann ein paar Herzchen setzen. Je mehr Herzchen ihr setzt, umso mehr Rabatt ist drauf. Ihr könnt diese Sachen speichern und auch nach Ablauf der Handelskarawane dann zuschlagen. Allerdings gibt es hier wieder eine künstliche Verknappung bei den Gütern. Gerade bei den Panzern. Diese können entweder mit Bonds, Credits oder Gold erworben werden. Ich schätze mal bei den neuen Fahrzeugen wie den Kirovets oder dem T22, der dann in einem separaten Video behandelt wird, kommt. Wird Gold verlangt werden, schätze ich einfach mal. Das ist so meine Schätzung. Aber muss nichts unbedingt heißen. Und künstliche Verknappung heißt, es wird keine Rabatte geben. Viele werden sofort zuschlagen, dann ist das Ding weg. Und das zu einem wahnsinnig hohen Preis. Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass ihr damit glücklich werdet, wenn ihr den hohen Preis bezahlt. Aber lasst uns abwarten, wie die Angebote sind. So, zum Panzerungslayout, bevor wir jetzt endlich ins Gefecht gehen. Wir haben eine gute obere Wanne, wie auch beim 703 ist es exakt das gleiche. Wenn man sich ein bisschen anwickelt, hat man auch ziemlich breite Ketten, wo wirklich sehr viel Stuff reinfliegt und auch hängen bleibt. Das ist sehr angenehm. Wir haben allerdings auch eine riesige untere Wanne. Solltet ihr irgendwo ohne Schutz, ohne Halldown-Fähigkeit oder ohne Sicht Schutz, auf irgendwas zufahren, seid ihr tot. Punkt. Diese untere Wanne ist nicht zu verfehlen. Auf keinen Fall. Ihr seid in Regionen Stufe 8, 9 und 10 mit extrem präzisen Kanonen. Die holzen euch da einfach durch. Ob ihr nun fahrt, die Gegner fahren oder beide fahren, die holzen euch da durch. Punkt. Und dann haben wir hier noch ein anderes Problem. Beim IS-3 hätten wir ja damals das Problem, wir haben hier oben ein Dach, welches sehr einfach zu durchschlagen war, gerade von etwas höheren Fahrzeugen und so ziemlich alle Heavys sind höher als der. Das Problem haben wir hier nicht. Das Dach ist relativ stabil. Dafür haben wir aber zwei Öhrchen. Wir sehen hier oben diesen Wintergarten. Das Ding hier, das runde Ding, sieht aus wie ein bisschen beim U-Boot. Für den Kommandanten und den Richtschützen, das ist ein riesiger Schwachpunkt. Und zwar in alle Richtungen, nach vorne, hinten und vorne.
Der Turm selbst kommt so auf 250, 260 bis 350 mm, je nachdem, wie viel Rundung drin ist. Aber das hier oben ist, egal wie man guckt, 205 mm dick. Das ist jetzt, klingt nach viel, aber 8er, 9er und 10er Kanonen, wir haben es eben gesehen, kommen damit spielen klar. Und sie sind oftmals präzise genug, um euch da durchzuschießen. Hintereinander. Und selbst die unpräzisen Kanonen, je nachdem wie nah ihr dran seid, kommen da ohne Probleme durch. Das heißt, diese beiden Öhrchen hier sind riesige Weakspots auf diesem Fahrzeug. Wir haben allerdings noch einen weiteren Weakspot, den möchte ich ganz gerne erwähnen, weil ich da heute tatsächlich mehrfach penetriert worden bin. Und zwar, wir sehen hier, neben der Kanone rechts haben wir hier ein Stück Metall. Das ist nicht ohne Grund da, denn es verdeckt die Schweißnähte zu dem Turm. Auf der rechten Seite vom Fahrzeug aus, auf unserer Seite links, tut es dies nicht. Und genau hier haben wir einen Weakspot von 220 mm Panzerung. Überall anders, 380, 390, was auch immer, Autobahnswinkel. Außer hier, genau dieser Punkt hier, sind 220 mm. Und ich wurde dort heute exakt zweimal penetriert auf über 350 Meter. Ich will niemandem was unterstellen, aber das war schon hardcore. Also, hier, merkt euch, Weakspot. Weakspot, Weakspot. Ansonsten gibt es noch einen weiteren Weakspot. Diesen teilt er sich hier mit allen Chinesen zum Beispiel. Wir haben, wenn wir etwas mit dem Arsch nach oben stehen, das Problem, dass sie am Turm vorbeischießen können und auf euer Engine Deck holzen. Dieses Engine Deck hat 20 mm Panzerung. Das heißt, alles über einem Kaliber 55 mm schießt dort ohne Gnade durch. Also Vorsicht, ne? Entweder sie stehen unter euch, die Fahrzeuge, dann seid ihr sicher, oder ihr packt den Turm zwischen euch und dem Gegner. Aber solltet ihr so stehen, schießen sie am Turm vorbei, treffen euch hinten im Hintern. Die Chinesen-Spieler kennen das. Passiert öfter. Gut, dann bin ich jetzt fertig mit Quatschen und würde sagen, wir springen einfach mal in die Gefechte. Viel Spaß. So, da sind wir auch schon mit unserem Kirovitz 1 auf Minen in einem 9er Gefecht. Und ich muss dazu sagen, dieses Gefecht muss ich nachvertonen, denn ich war leicht angenervt, könnte man sagen, bei dieser Runde. Und ihr werdet es gleich sehen. Wir haben 5 Grad Gun Depression und wir haben APCR auf der Standardmunition, 390 Schaden, 221 Pen, 1400 Meter die Sekunde. Und wir haben hier 390, 270, 820 auf Heat. Heat werden wir nicht verwenden. Wir wollen ja gucken, was der an Credits macht. Das heißt, wir werden die ganze Sache mit den Standard AP, APCR, wie auch immer, Granaten führen und 221 Pen sind jetzt nicht die Welt, für den 9 reicht es aber locker. Normalerweise. Wenn wir doch eine ordentliche Kanone hätten. Und ihr werdet jetzt gleich sehen, diese Kanone hat mich in den Wahnsinn getrieben. So, Weakspot auf dem T-34 kann daneben gehen, klar, hab jetzt nicht erwartet, dass der trifft. Wollt einfach nur mal testen, was kann die Kanone, was kann sie nicht. So, und jetzt habe ich hier einfach mal daneben geholzt. Und jetzt haben wir schon 2 Schüsse abgegeben, die beide einfach gar keinen Schaden gemacht haben. Gut, kann passieren. Habe ich mir jetzt auch nichts bei gedacht. Jetzt hätte ich hier schön auf die Seite holzen können. Wir waren aber noch nicht fertig mit dem Reload. Jetzt fährt hier eine Tortoise hoch. Wir können hier in die Seite schießen. Dreht sich aber im letzten Moment noch, warum auch immer. Und wir treffen sie nur kritisch. Dritter Schuss. Nicht ins Ziel gegangen. Pech. Das war jetzt wirklich Pech. Also zweimal. Klar, kann daneben gehen. Das waren jetzt nicht unbedingt sichere Schüsse. Aber der hier. Der Schuss hätte durchaus sitzen können. Schöner Seitentreffer auf den T-34, der den Fehler gemacht hat, seinen Turm wirklich seitlich zu drehen. Und wir haben wirklich keine Möglichkeit. Jetzt sehen wir hier schön den Weakspot von der Tortoise und auch der Schuss geht ins Leere. Wir sind noch bei 0 Schaden. Und jetzt kriegen wir natürlich von der linken Seite, ihr habt es natürlich kommen sehen, der Challenger und der Skoda stehen da und warten nur drauf. Jetzt kann ich hier auf den Challenger schießen und auch der Schuss fliegt einfach mal ins Nirvana. Ihr könnt euch vorstellen, ich bin ein sehr ruhiger Mensch. Ja, ich fluche nicht. Aber ich war doch recht genervt. Das werden wir jetzt auch sehen. Ich bin jetzt einfach mal stehen geblieben. Ich wollte diesen einen Schuss jetzt unbedingt durchhaben. So, jetzt kam hier ein Skoda T50, der macht jetzt einen Fehler. Und den Fehler nutzen wir jetzt aus. Ne? Der ist ja schön getrackt worden. Brauchen nicht weiter vorhalten, die Kanone. Also zumindest die Munition ist schnell genug, dass wir da wirklich überhaupt nicht vorhalten brauchen. Das ist fantastisch. Wenn die Kanone doch nur immer präzise wäre. Das nervt mich an dem Spiel wirklich, dass die Kanonen doch durchaus oftmals daneben schießen. Bei dem hier ganz besonders. Aber das ist eine RNG-Runde, das muss man dazu sagen. Ich habe hier tatsächlich einfach schlechtes RNG. Das ist nicht unbedingt die Kanone. Bei euch wird die wahrscheinlich sehr viel besser funktionieren in den meisten Fällen. Aber so eine Runde hier werdet ihr auch sehen.
wo einfach wirklich jeder Schuss daneben geht. Und der hier, der Schuss war dumm. Ja, das gebe ich zu. Aber da war ich angepisst. Ich war jetzt wirklich angepisst vor dieser verdammten Kanone. Ich wollte jetzt unbedingt noch einen Schuss irgendwo auf diese beiden Typis da setzen. Und da wurde ich jetzt wirklich, wirklich greedy. Und dann kommt der Schuss. Und plötzlich so, WTF. Das war ein Pixelschuss. Der hätte nie und nimmer treffen dürfen. Dachte ich mir, okay, jetzt hast du wieder gutes RNG, jetzt kannst du nochmal versuchen. Und zack, kommt das 705 und schiebt mich beiseite. Und da war mein gutes RNG wieder dahin. Ah, der hat es quasi mitgenommen. Ja, ihr könnt es euch vorstellen, das war eine sehr frustrierende Runde. Du stehst da mit runtergelassenen Hosen, 121 Schaden. Gut, ich sag mal so, zwei, drei Schuss, die wir kassiert haben, hätten nicht unbedingt sein müssen. Gerade die Challenger-Sachen, ich habe es gesehen, war mir aber egal. Ich wollte unbedingt jetzt diese Tortoise da haben. Das war mir jetzt ein inneres Bedürfnis, auf diese zu schießen und durchzukommen. Natürlich hätten wir einfach Heat laden können, dann wäre das alles kein Problem gewesen. Aber Premium-Panzer sind für mich zum Credit-Farm da. Und deswegen bleibe ich bei LPCA, zumindest bis es alle ist. Und wir schießen dann erst Heat oder aber maximal eine Granate. Aber da es meine erste Runde war, wollte ich gucken, was der jetzt an Credits macht. Naja, ihr könnt euch vorstellen, so oft wie wir daneben schießen, macht der jetzt nicht so viele Credits. Na gut, wir versuchen es weiter auf den Weak Spot, auf die Tortoise. Wir haben sie einmal penetriert, hätte ja ruhig nochmal klappen können. Nope, kein bisschen. Die Kanone hat hier ihre schlechteste Performance gegeben. Ich habe mehrere Runden gespielt, so an die 30, 40. Aber das hier war von der Kanone her die schlechteste Performance ever. Die war wirklich, wirklich nicht gut. Und deswegen ist die Runde hier mit drin. Wir werden noch ein bisschen Schaden machen können, keine Sorge. Aber ihr seht, da wäre so viel mehr drin gewesen. Theoretisch. Hätten wir ein Renegade gehabt, wäre die Tortoise tot gewesen. Wäre der T-34 tot gewesen. Aber naja. So, jetzt hätten wir einen Seitenschuss gehabt, aber der Reload war zu lang, beziehungsweise da fuhr gerade ein eigener durchs Bild. Ach, alles nicht schön. Und das war eine der frustrierendsten Runden in diesem Spiel, welches ich mit dem Panzer hatte. So, jetzt wird mir der Kill hier noch gemopst. Aber wir haben ja Gott sei Dank noch einen Challenger. Komm, der geht gleich auf, bestimmt. Ja, da ist er. Und jetzt können wir uns revanchieren für den Schuss vorhin. Und das war auch sehr schön. Da ging es mir auf den Schlag hin besser. Da drüben haben wir noch einen Tiger 1, die arme Sau, der ist, glaube ich, nur Stock, hat noch einen kleinen Turm, ja. Und auch der kriegt jetzt einen auf den Deckel. Und plötzlich kann die Kanone wieder annähernd treffen. Wir waren nicht im Eingezielt, ich nehme dieselbe Einzelinitiative beim IS-3. Und ihr wisst, beim IS-3 ist das dann das Präziseste, was es gibt auf dieser Welt. Aber sollte man einzielen, kann die Kanone durchaus was. Also ihr habt es gesehen, ne? Der Unterschied zwischen guten RNG und schlechten RNG. Am Anfang lief gar nichts, absolut gar nichts. Und dann ging es wieder, einigermaßen. Er ist sehr ambivalent. Das passiert öfter bei diesem Fahrzeug. Das passiert auch beim IS-3A. Das passiert beim, obwohl beim 703 nicht ganz so häufig. Oder beim IS-5. Es gibt solche und solche Runden. Aber die hier war für mich wichtig, dass sie mit drin ist. Dass man auch mal sieht, wie schlecht diese Kanone laufen kann. Und wird. Bei jedem von euch. So, wir haben noch eine First Class daraus geholt, wie auch immer das möglich ist. Mit 86.000 Credits. Ja. 2440 Schaden. Von den XP sind wir ganz oben, wie auch immer wir das geschafft haben. Und von 20 Schuss haben gerade mal 14 getroffen und 7 penetriert. Ja, wir haben 33.000 Credits eingenommen. 34 fast. Die Munition ist schweineteuer. Das heißt, so viel Credits macht er nicht. Aber ab in die nächste Runde. Runde Nummer 2 mit unserem Kirovitz 1. Und das hier ist eine schöne Möglichkeit, um mal zu brawlen. Denn das Metaspiel bei World of Tanks ist, alle stehen sich gegenüber mit harten Türmen und versuchen irgendwie einen Punkt zu treffen, der nur pixelgroß ist. Das ist mit dem Fahrzeug absolut unmöglich und danke Bisonte für diese Einwand. Und hier möchte ich gerne mal versuchen, mal gucken, ob das klappt, ein bisschen zu brawlen. Mal schauen, ob das noch möglich ist. Und ja, das ist nicht möglich. Fahrzeuge, Pixelschüsse auf die Entfernung mit dieser Kanone sind nicht möglich. Aber man kann ja Glück haben. Ne? So, was haben wir jetzt hier? FV. Gut, da kommen wir vielleicht sogar durch. Turm ist orange, aber er hat links oben einen Weakspot von uns aus gesehen. Und wenn er rauskommt, haben wir eventuell die Chance, wir sind eingezielt, den Weakspot zu treffen. Wir haben eh gerade nichts zu tun, wir müssen ein bisschen warten. Ja, wir warten jetzt einfach hier. Ja, komm, komm, komm. Ja, noch einen Millimeter vor. Ja. Wir warten kurz.
Im Moment passiert hier nicht allzu viel. Wir warten einfach mal, was der Gegner macht, was unsere Leute machen. Ja, das sieht im Moment ganz gut aus. Schräge Aufteilung. Wir haben Gegner auf der Null. Wir haben sehr viele Gegner vor uns. Es wurden auch einige Gesichter, die rüberfahren. Und wir haben absolut niemanden auf der 1-2. Das heißt, unsere Mediums haben ein leichtes Spiel. Das heißt, wir könnten eventuell gleich mal flankieren gehen. Das ist natürlich richtig gut. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu vielen Fahrzeugen überstehen, aber soweit so hin. Und den haben wir tatsächlich getroffen. 369. 369 ins Gesicht. Wenn wir eingezielt waren, kann es durchaus mal sein, dass wir was treffen. Sehr angenehm. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal flankieren, weil unsere Mediums setzen gerade den Schritt nach vorne. Wir sehen es da im Progetto. Und da haben wir einen T-44. Hoppala. Na komm. T-44. Einzielen, 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 einzielen. Oh, ist der stehen geblieben. Ärgerlich. So, er dreht sich zu uns und ist raus. Schade. Da hätte ich gerne ein bisschen was von abgehabt, aber egal. Wir fahren mal weiter. Wir haben hier vorne einen VK. Den können wir jetzt mal mitnehmen. Ich denke nicht, dass der uns hier erwartet. Wir sind aber auch der Einzige, der hier gerade flankiert. Aber die Gegner pushen auch gerade auf der Null, wie ich sehe. Aber ist mir egal. Wir gehen jetzt zu flankieren. Wir machen quasi die Frontkampfkatze für die Mediums. Und die Mediums sind quasi hinter uns. Und aus der Fahrt hier dem VK direkt in die Seite. Das war gut. Unsere Mediums rücken nach. Das heißt, wir kriegen gleich Unterstützung. Dann werden wir jetzt hier mal nicht vorne rumfahren, sondern wir fahren hinten rum und greifen den IS-3 an. Vielleicht ist der gerade beschäftigt. Und vielleicht sehen wir auch irgendwas anderes. Nö, ELC ist da nicht. Was haben wir da? Oh, ein Potato, der ist hinter der Wand. Das wird nichts. Aber wir haben hier vorne... Oh, auch hinter der Wand. Das ist okay. Wo ist mein IS-3? Put, 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 put. Komm raus. Komm raus. Da ist er. Oh, er hat uns erwartet. Ah, wo ist der VK? Wo ist der VK? Ich sehe den VK nicht. Wo ist der VK? Oh, gerade. Ah, ich habe den VK gefunden. Der ist hinter uns. Lass uns mal Sicherheit fahren. Den habe ich übersehen. Ich habe den VK übersehen. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wir haben jetzt einen IS-3 vor der Nase und VK hinter uns. Ja, Rückzug. Du bist lustig. Ich habe hier einen Gardepanzer, einen IS-3 und noch einen verdammten VK hier um mich herum. Wenn wir hier rausgehen, werden wir sterben. Was wir machen können, wir können uns anwinkeln und beten. Sehr gut. Da haben wir uns gerade so nochmal bewegt. Beide sind gebounced. Hatten wir ein bisschen Glück gerade, dass sie ein bisschen zu doof sind zu schießen. Den wir können mal vor die Nase schießen. So. Wir fahren mal vorne ran. Verkürzen den Winkel. Er geht in die Kette. Sehr gut. Und etwas wird wehtun. Nein, er schießt auch in die Kette. WTF, wir haben ja Glück. Das ist gut. Der VK interessiert sich nicht für uns. Der hätte uns ja schon lange flankieren und rausnehmen können. Aber würde ich sagen, wenn der beschäftigt ist, gehen wir doch mal vor, weil der Garde ist raus. Und holen uns unseren IS-3. Na komm. Oh, bitter. Beide gebounced. Oh Mann. Na gut. Lass uns tanzen. Ich denke, ich werde früher nachladen. Mach's gut. Und jetzt können wir uns den VK holen. Na komm her. Habe ich den echt übersehen, ey. Ich habe den nicht gesehen. Ich bin umgekommen. Okay, er steht nicht da, wo er sein soll. Und er vergeigt ich leider auch. Ich habe nicht gesehen, dass er angewickelt war. Sonst hätte ich besser gezielt. Aber was soll's. Wir haben hier noch einen eventuell epischen Kill. Wir können ihn mal aufs Dach springen in dem EV. Wenn er da stehen bleibt, können wir ihn aufs Dach springen. Ich hoffe, das bleibt so. Komm, 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 komm. Ramming Speed. Komm schon. Gib. Oh, er fährt zurück. Ach, verdammte Art hier. Art hier interessiert uns aber gar nicht. Schade, der ging daneben. Dann trotzdem. Bupp. Wir haben ihn. Oh, jetzt haben wir da drüben noch einen Udes. Den können wir noch einen mitgeben. Ja, glückliche Runde, würde ich sagen. Sehr glückliche Runde. Aber hier sieht man mal, wie trollig diese Panzerung sein kann. Und wie blöde Mut sein kann, indem er einfach mal ein Fahrzeug übersieht. Aber gut, es ist 4 Uhr nachts. Wollte ich nochmal anmerken. So, First Class. 90.000 Credits. Oh. Wir sind auf Platz 2 mit 2700 Schaden. Das ist okay. Der Kaliban hatte sehr viel Spaß. Und wir haben 13 Schüsse abgegeben. 11 haben getroffen, 7 penetriert. Das ist, die 7 haben wir schon mal gehabt. Wir haben 60.000 Credits eingenommen und 1950 Schaden abgewehrt durch Panzerung. Aber 60.000 Credits nur eingenommen, das ist nicht viel. Das heißt, der ist, was das Premium-Panzerzeug angeht, eher so im unteren, mittleren Bereich. Weil die Munition einfach schweineteuer ist. Und insgesamt ist der auch nicht mehr metatauglich. Aber das war's auch schon. Macht's gut. Bis bald, Almo. Tschüssi.